Inklusion für mich ist, wenn alle an allem teilhaben können, uneingeschränkt, ohne Barrieren. Also Inklusion bedeutet für mich eigentlich eben, dass jeder Mensch in der Art und Weise, wie er ist, akzeptiert ist und respektiert wird. Wenn alle Menschen mitmachen können, das würde für mich zur Inklusion zählen. Also wenn wir halt nicht nur von Menschen mit Behinderung sprechen, sondern halt auch Menschen mit Migrationshintergrund, Senioren, mit anderer sexueller Orientierung. Da gibt es ja ganz verschiedene Zielgruppen und die gehören alle dazu und können selbstverständlich in unserer Gesellschaft teilhaben und mitmachen. An Inklusion finde ich gut, dass es mit Behinderung Menschen es gibt und auch ohne auch. Inklusion ist für mich, wenn die Spielregeln so angepasst werden, dass alle mitspielen können bei dem großen gesellschaftlichen Spiel. Digitale Inklusion verstehe ich so, dass man vor allem versucht, sowohl auf Internetseite barrierefreie Internetseiten gestalten mit Gebärdensprachvideos, mit einstellbaren Schriftartgrößen und sozusagen eine technische Voraussetzung zu schaffen, die die Barrieren, die derzeit noch da sind, abbaut. Es geht eben nicht nur um unterstützte Kommunikation, sondern auch darüber, Menschen aufklären zu können, sodass sie eigenständige Entscheidungen treffen können. Ach je, digitale Inklusion. Im Prinzip dasselbe, dass man halt auch, dass alle mitmachen können. Hat sicherlich jetzt auch für die bestimmten Zielgruppen nochmal eine andere Herausforderung, wenn es um die Barrierefreiheit und die Nutzbarkeit angeht. Ne? Digitale Inklusion würde natürlich auch bedeuten, dass die Apps oder was auch immer entwickelt wird, das Digitale, sich so entwickelt, dass die Menschen mit, zum Beispiel mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung, mit Lernbehinderung vor allem, auch natürlich daran teilhaben können. Und das wäre für mich schon optimal. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass die Dinge so entwickelt werden, dass auch ein Mensch, der schon etwas älter ist, auch daran teilhaben kann und sich das nutzen kann. Also ich glaube, die größte Schwierigkeit findet vor allem im Kopf erstmal statt, dass man bereit sein muss zur Inklusion. Wenn die nicht vorhanden ist, dann bringt alles nichts. Ja? Und ich sehe wenig Barrieren, die jetzt technischer Natur sind, die nicht machbar sind zu überbrücken, wenn nicht sozusagen man bereit ist und auch Mut hat. Ungeduld. Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach uns damit abfinden müssen, dass das, was wir jetzt gerade haben, sich über Jahrzehnte aufgebaut hat und dass das eben nicht von heute auf morgen geändert werden kann und dass wir immer nur kleine Schritte gehen können. Und nur dann ist das auch ein nachhaltiger Prozess, den wir überwinden können, weil ansonsten, wenn wir uns jetzt vornehmen, bis nächstes Jahr komplett inklusiv zu sein, dann führt das meiner Meinung nach nur zu Frustration und dass wir dann sagen, ja seht ihr, haben wir doch gleich gesagt, das ist nicht möglich, sondern dass man kleinschrittig versucht, Leute mit einzubinden und sich darauf einlässt, dass das ein fortlaufender, sehr langsamer Prozess sein wird. Generell, das ist für mich Inklusion eine Frage der Haltung. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach entweder sich natürlich damit beschäftigt haben oder einfach auch große Vorbehalte haben und gerne sagen, das geht nicht oder das ist zu teuer, egal an wen man jetzt genau denkt. Und dadurch einfach nicht sich Gedanken machen, wie kann man es angehen. Ich wünsche mir, dass die mit Handicaps, so wie Behinderung, Menschen halt, die wir haben, hier im Herzen also auch, haben, dass man die Chance nutzt, auch offen zu sein und sagen, die Meinung, ich möchte auch ins erste Arbeitsmarkt kommen. Die Rahmenbedingungen anzupassen, finde ich, sind die größten Herausforderungen. Die Strukturen so anzupassen, dass es möglich ist, Teilhabe überall und immer zu gewährleisten. Also ich glaube nicht, dass es bestimmte Akteure gibt, sondern Inklusion ist eine Aufgabe von allen und zwar für alle. Natürlich ist das die Politik irgendwo, die einfach in der Aufgabe ist, auch zu bilden, aufzuklären, das mit in Programme aufzunehmen, Menschen zu erreichen. Gerade aber auch, finde ich, die Kommunalpolitik gar nicht so sehr, natürlich auch der Bundestag, aber ich finde, Kommunalpolitik hat einfach nochmal einen viel direkteren Draht oft. Im Prinzip da kann jeder Bürger, die Bürgerin kann im Prinzip was dazu beitragen. Und ich würde es nicht nur an der Politik festmachen, das ist eine Facette, dass wir auch gesetzliche Regelungen brauchen vielfach, dass es nicht immer nur auf Basis der Freiwilligkeit geht, aber jeder Mensch, der kann was dazu beitragen, dass Inklusion funktioniert, weil wir uns aufeinander zubewegen müssen. Ich finde es deshalb wichtig, dass auch Politik auch was dazu beiträgt, damit wir Menschen mit Handicaps, also
eine Chance haben, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Also ich finde, das Thema ist in Schulen noch nicht genug irgendwie thematisiert, dass es auch wirklich SchülerInnen auch mit einbezieht. Klar, Vereine, die natürlich Lobbyarbeit irgendwie machen müssen, um ihre Themen voranzubringen, das passiert allerdings auch schon. Und ja, eigentlich auch einfach jeder Mensch der Zivilgesellschaft, ne, der, wenn er dazu beitragen möchte, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, auch dazu aufgefordert ist, dass das, ja, das preiszugeben und das kundzutun. Erstmal jeden selber, ganz klar, also die eigene Person. Dann sicherlich alles, was in der Politik die Gesetze entsprechend erlassen bzw. Gesetze umsetzen müssen. Das sind, glaube ich, für mich die größten Akteure, die da. Aber wesentlich finde ich schon auch, dass die eigene Person und der eigene Wille dazu da ist, eine Aufklärung hineinzutragen in die Gesellschaft. Das heißt, jeden Tag vorzuleben, was bedeutet Inklusion.